die große Stadt, die die Herrschaft hat über die Könige der Erde. Erinner war noch immer regungslos. Sie war sich bewusst, dass jemand in das Zimmer getreten war, aber es ließ sie ganz gleichgültig, wer es sein könnte. Seine Stimme, die mit unnatürlichem Klange die Beschwörung aussprach, erkannte sie nicht. Sie fühlte die Beschwörung machtlos dem Dämon gegenüber, der sie ihres Willens beraubt und ihre Glieder erstarrt hatte. Als Antigonos aber anfing zu lesen und seine Stimme aus der ersten murmelnden Eintönigkeit herauswuchs, volltönend durch die Ekstase anschwellend wie ein Segel im Sturm und die orientalische Bilderpracht des Apokalyptikers hochtragend, da erkannte sie ihn. Und gleichsam zu ihm hingezaubert, wendete sie ihr Angesicht ihm zu, die Augen öffneten sich weit und sie sah ihn, als er mit lauter Stimme rief, es ist gestürzt, das große Babylon!« Antigonos erschien ihr mächtig und leuchtend, wie der Engel, dessen Worte ihr im Munde führte. Das Blut stieg ihr zu Kopf, das Herz schlug, eine Kraftwoge durchströmte die gelähmten Glieder. Sie fühlte sich von der dämonischen Macht befreit. Und als er die letzten Worte des Verses herausschleuderte, stand sie plötzlich aufgerichtet vor ihm, mit geröteten Wangen und leuchtenden Augen, das Haar über die Schultern herabfließend, in eine lilienweiße, fußlange Tunika gekleidet, die nackten Füße in das Pantherfell gedrückt, das vor ihrem Lager ausgebreitet war. In seiner Ekstase vergaß Antigonos vollständig, wo er war, und damit auch Erinner. Bei diesem unerwarteten Anblick meinte er, den Engel zu sehen, und in unwillkürlichem Schrecken trat er einen Schritt zurück. Plötzlich ward er in Finsternis gehüllt und hörte den dröhnenden Klang des umgestürzten Kandelabers, von dem ein Bronzearm zerbrach. Aber die Räucherflamme flackerte noch, und beleuchtete Erinner. »Bist du noch in ihr, du böser Geist, dann gebiete ich dir, entweiche, im Namen dessen, der das siebenhügelige Babylon zerstörte!«